So, und da sind wir wieder bei Minecraft Staffel 6. So, weiter geht's. Unser schönes Pferdeband funktioniert ja. Einfach hier Schalter drücken, zack. Und schon kommen die Items rausgeflutscht. Das ist immer die Frage. Wie kommt man hier raus? Das gibt's echt nicht. Kommt, ne? Man kommt da nicht weg. Es hat mal geheißen, mit den Rubber Boots kommt man hier weg, aber anscheinend doch nicht. Hat mein Factor Reloaded vielleicht eigene Schuhe? Mit denen man... Ah, da, ja, Plastic Boots. Das werden die richtig sein. Man muss Plastikfüße. Was? Und kein Plastik mehr? Man muss noch schnell welchen holen und dann... wie macht man die? Ah, die waren ja ohne. Habe ich da nicht Plastik drin gehabt? Das ist natürlich doof, wenn sie kein Plastik haben. Jetzt kann ich keins machen, weil ich die Maschine nicht mehr aufgestellt habe. Ich könnte aber aufstellen. Habe ich aber auch keine Lust irgendwie gerade. Plastik, haben wir nichts mehr, alles verbraucht. Na dann müssen wir halt vorerst mal so leben. Sludge, Sludge und oben brauchen wir Yeast. Yeast war das und Zucker. Sogar, da müssen wir uns auch eine Farm bauen, weil da haben wir auch nicht mehr so viel. Eins, zwei. Eins. Das werden wir dann auch gleich mal schauen, dass wir das irgendwie automatisieren. Das bedeutet für uns jetzt mal 55 Minuten läuft die ganze Kacke hier noch. Der hat zum Glück eh nicht mehr viel. Ich würde den komplett leer machen mal. So. Warte mal, was heißt für uns? Wir brauchen erstmal, bevor wir jetzt weitermachen, hoppa. Da haben wir die ganzen Titan-Chests, aber die interessieren wir momentan nicht. Die brauchen ein Stück normalen Hopper. Eisenplatten. 9. Ein Hopper. Aber mal. 2 eigentlich, oder? Ja. Kiste. Was? Ich würde sagen, du hast ja nicht mehr alle. 2 Hopper. Die müssen wir drüben noch platzieren. Hier habe ich schon Glas drüber gemacht. Zwar müssen wir hier bei der Maschine sagen. Auf Konfiguration. Rot ist oben. Rot ist oben. Passt. Stick Input. Input on und rot oben. Was ist für ein Ausgang? Glaube ich, oder irgendwie. Nochmal gucken. Das wollte ich nicht. So. 22 Gold. Zack, und die müsste jetzt da reingehen, ja. Ah, Menno. Das ist wieder der da. So. Das sollte eigentlich. Oh, sollte passen. Der Hopper sollte danach kommen. Und hier dann das gleiche, die Maschine rot oben. Und on, Input on, passt. Dann mal die zwei hier und die können wir dann mit den Förderbändern hier ein bisschen automatisieren. Und schon fertig. So, und das Ganze müssten wir jetzt das Spiel hier wieder umdrehen und einmal zurück machen. Uha. Ich habe wieder vergessen, Start drücken. Oh, egal. Weil die Items, was hier rauskommen, die gehören eigentlich wieder zurück. Und hier müssten wir gucken. Wir müssen ja dann einmal noch hier rein. Wie man hier am besten fährt. Da fahren wir dann oben drüber runter. Egal, das soll uns vorerst mal nicht stören. Jetzt haben wir auf alle Fälle, können wir hier zum Beispiel sagen. Ja, wie am besten, gell? Ja, eigentlich könnte man hier. Das war natürlich schlecht. So und so machen. Und den Schraubendreher müssen wir uns wieder zurückholen, weil
Der wird nicht in den Ofen durchschmelzen. Aha. Da bleibt die noch mal stecken. Gut. Ah, das funktioniert soweit. Spitzensache, oder? Kann man natürlich auch mal Item transportieren, mal ganz anders als wie standardmäßig. Hier läuft noch alles 52 Minuten, das passt. Mir fällt halt hier nicht wirklich der Start. Aber das gefällt mir auch nicht unbedingt. Ich möchte das gerne. Du mal weg hier. Du mal weg. Nein, nicht davon fahren. Wie ist das, wenn man das kommst du hier dann mal so bauen? Bin natürlich wieder weg. Ja, das kommt wieder nicht weg hier. Ich muss unbedingt schauen, dass ich die Plastikboots da bekomme. Doch, jetzt würde ich wegkommen, aber wohin? So, dann machen wir wieder Slash Home. Da sind wir wieder hier. Wenn wir sonst nicht wegkommen, so, dann kommt hier ein Steinchen und hier wieder Glas. Damit wir sehen, wie das runtergeht. Und jetzt, wenn jetzt irgendwas rausfällt. Genau, das wollte ich sagen. Theoretisch müsste es hier runterfallen. Und damit das noch besser fällt, werden wir noch was machen. Und zwar, so, gibt es da so Segen? Dann nehmen wir uns gleich so eine. Mit Stone Road. So. Die Säge lässt zu, dass wir hier Glas da schneiden können. Zu kleineren Glas. Und da werden wir so Glas-Covers machen. Und die Cars Covers kann man dann so platzieren, dass sie kleiner sind als ein Block. Und in unserem Fall dürften dann die Items nicht rausploppen, wenn da zwei drin wären, hier sind. Ah, okay, dann schmeißt das ja anscheinend nicht raus. Blub. Können sie aber eins draußen platzieren, dann müsste es auch gehen. Dann können wir halt nichts hinstellen, aber wir können uns sicher sein, dass auch nichts rausfällt. So, jetzt mal gucken. Wir müssen hier. Ah, Menno. Da fliegt wieder alles weg bei den Scheißdüll. So, du, du. Du, du, oben habe ich keinen. Aber gerade oben gehört einer, weil der ploppt mir sicher wieder mal rüber. Hier kann ich halt jetzt nichts mehr platzieren, das ist halt der Nachteil von der ganzen Sache. Aber das nehme ich in Kauf, dafür, dass ich sicher bin, dass hier nichts rausfliegt. Plopp, genau. Und hier werden wir uns den hier wegmachen. Und dann können wir, wenn wir selbst was zum Durchschmelzen haben, einfach hier reinwerfen. Und da fließt das alles weg, oder? Zack, genau. Und wird direkt durchgeschmolzen. Dann mal hier so eine Annahmestelle, die wäre halt cooler gewesen, wenn es woanders steht, aber ja. Steht halt hier so ein bisschen abseits. Und hier wäre ja cool, wenn wir irgendwo gleich wieder Annahmestelle hätten. Wo die Items wieder zurückkommen. Oder lass mal dieses ME-System transportieren. Gute Frage, nächste Frage. Ja, dazu habe ich gleich eine Frage, und zwar, was für eine Maschine ist da gerade so laut? Nee. Ich wollte die Trapdoor von, nicht die eigentlich, aber die kann man auch mal bauen.
Ah, die kann man nicht auf. Hallo? Doch hier platzieren. Warum kann man die hier nicht platzieren? Meine ist weg. Aha. Das funktioniert, das heißt. Aha. Die braucht einen Block dahinter, deswegen. Okay, dann halt nicht, dann muss das so gemacht werden. Dann muss das so gemacht werden, aber so passt auch. Kann man auch schön alles reinwerfen, so zack. Was haben wir noch zum Durchschmelzen? Hier müsste ja auch schon Yeast. So und so. So, zack. Dann kann man das auch durchschmelzen lassen. So, einfach zack rein. Dann wird das schön durchgeschmolzen. Jetzt müsste ich aber trotzdem gucken, was passiert, wenn hier ja genau das eintrifft. Zu wenig Energy, so du gehörst da nicht rein. Die Frage ist, wie kriegen wir da auch mehr Energie zusammen? 68 produzieren die, nicht gerade fähige. Was will man sonst? Energiequelle vom Mechanismus, was ist da gut? Mechanismus. Was haben wir denn alles noch? Biogenerator. Nee. Ja, viel haben wir nicht, was Energie erzeugt. Das sind die ganzen Geräte. Windturbine war. Ja, Solar könnte man noch bauen. Das werde ich vielleicht offline noch machen. Aber hier steht ja auch nicht, wie viel die produziert. Vielleicht zwei sehr großen Solarpanels. Noch mit dran stellen. Und einen größeren Cube. Wir haben jetzt den mit 8 Megajoule. Was kostet eine Elite? Also der ist einfach, ist eh immer gleich teuer. 4 Circuit, 2 Diamanten. Der fasst dann 32 Megajoule, den muss dann auch noch bauen. Weiß gar nicht. Ne, Circuit habe ich keine mehr. Das ist ja immer so eine Qual, die herzustellen. So. Schaut das aus mit Sort. Hier ist die Sorting-Maschine, genau. Achso, ne, das ist Rotor gekauft. Möchte ich gibt eigentlich von Mechanismen, nee, das war auch nicht. Kann man hier nicht irgendwie sortieren bei den Scheiß? Ja, mit denen könnte man sortieren, aber das will ich auch nicht. So, er ist leer, gut. Alter, sind alle draußen. Das heißt, wir können mal beginnen. Wir haben Gold, haben wir 300. Iron haben wir 255, Silver haben wir 280, Tin haben wir 135, also Tin haben wir ziemlich wenig, dann hauen wir ein bisschen Tin rein. Und die ganze Maschine hier. So. Rein hier, da soll der mal arbeiten. 2 und 3. Das ist halt der Nachteil, die arbeitet jetzt 2 und 3 ab. Also wir starten immer neu. Zack. Stellt er um auf 1 und 4. Und jetzt wird das schon schön verarbeitet. Hier seht ihr. Und ich habe so eingestellt, dass 1 und 4 ziemlich lange arbeitet, weil die am längsten brauchen. 3 und 4 ziemlich lange. So. Ich glaube 250 Sekunden 1 und 4 und 100 Sekunden sind, ich glaube, die andere Stufe. Oh. Das wäre schön. So, wir brauchen noch einen Fermenter. Fermenter.
HSLA-Stil, davon brauchen wir. Base 4, Hammer. Einmal Floder. Hammer. So. Und viermal Stahl, Hammer. So, dann du. Zack, zack, zack. Nee, das war. So rum. Ein Fermenter. DC Electric Engine haben wir noch irgendwo, glaube ich. Genau, einen haben wir noch. Einer ist noch übergeblieben. Und jetzt ist die Frage: Wir müssen von hier raus in die nächste Maschine. Hm. Jetzt. So. Und das muss ich, glaube ich, wieder umrollen, oder? Egal, den stellen wir hier hin. Und hier hin. Dann kriegt der schon Strom, genau. Der braucht aber noch Wasser. Das heißt, wir müssen hier eigentlich runter. Beziehungsweise zuerst Pipes holen. So. Zack. Und dann noch einen Wasseranschluss machen. Und zwar so. Und so. Ja, schaut nicht begeisternd aus, aber du kannst weg. Hm. Eigentlich du weg, oder? Nee. Eigentlich könnte man das so dann machen. So, sparen wir uns ein paar. Zack, jetzt hat alles Wasser, genau. Bodyline, ja, das passt. Zack, Wasser. So, jetzt kann man hier sagen, hier wird Yeast hergestellt. Das wird dann hier weiterverarbeitet. So. Das heißt für uns, hier muss rein. Das und das. Genau. Yeast hergestellt. Und der hier braucht ein letztes Signal, dass der das andere herstellt. Ich glaube, die Engines können eh durchgehend laufen. Da kann ja normal nichts passieren, oder? Dann muss hier mal Item Duct. Nee, das machen wir anders. Das machen wir mit Translocator Transfer Nodes. Da Item Transfer Nodes Item. Kriegen wir 4 raus. Da kriegen wir sammeln davon nix. Redstone Block. Ah, Kompressor. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt einen Kompressor? Nee. Oder doch, hatte ich. Den hatte ich, aber ich habe den mit der Spitzhacke abgebaut, deswegen ist er kaputt gegangen. Genau, das war er mal. Ah, nervig. Das heißt, wir müssen Variante 2 nehmen. Da haben wir soweit eh alles da. Dann nehmen wir da noch eine Kiste. So. Dann brauchen wir noch die Pipes hier. Sorting Pipes. Achso, Sorting Pipes. Nein! Nein! Ah. Ich wollte eigentlich die haben. Okay, kack die Wand an, ist doch egal. Dann nehmen wir nochmal 2, sicher, sicher. Jetzt weiß ich nicht, ob das so geht. So und so. Und den Rest sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Lasst ein Like und Abo da. Yeah!